Und im Metallöchen und willkommen zurück zu einem weiteren mega spannenden Match hier bei Inazuma 11 Ultimate. Und ich muss euch gleich eine Sache vorweg sagen, beziehungsweise eigentlich zwei Sachen sagen. Erstmal, sorry, dass kurz vor meiner Berlin-Reise keine Videos kamen, beziehungsweise während meiner Berlin-Reise. Es kamen jetzt ungefähr fast eine Woche keine Videos. Sollte nicht so sein, ist aber leider passiert. Sorry. Und jetzt kam auch was richtig, richtig Geiles. Ich habe nämlich das Video schon aufgenommen, das heißt, ich habe das Match eigentlich schon gespielt. Und dachte mir, okay, jetzt streame ich einfach mal ein, zwei Stunden und bearbeite es danach. Und hatte im Stream auch schon ein bisschen Probleme, da ich eine Dreiviertelstunde bei einem Levelfest hing. Hatte da schon eine leicht salzige Stimmung. Hab's dann geschafft, dachte mir, boah geil, super, jetzt das Video noch bearbeiten und alles ist super. Dann habe ich gemerkt, dass ich bei dem aufgenommenen Video kein Mikrofon aufgenommen habe. Das heißt, man hat das Spiel gehört, aber mich nicht. Was auch ziemlich geil ist. Gut, ist vielleicht besser fürs Video, aber ich wollte schon meine Stimme drin haben und da war ich jetzt ein bisschen auf 180 Grad. Das heißt, ich bin jetzt ein bisschen leicht salzig stimmungsmäßig. Und da ich es schon gespeichert habe, ist das heutige Match auch schon einmal bespielt worden. Nämlich das Match gegen die Reserve Gamma, mit Abschluss A, das war so ein 3:0. Aber das Krasse ist auch, ich habe da einen ziemlich seltenen Item-Drop bekommen, nämlich ein Trikot, das Dojo-Trikot. Das ist ziemlich geil. Also, ja, ich kann nichts mehr ändern, das heißt, wir spielen es einfach nochmal. Also für mich nochmal, für euch jetzt, ist ja blöd, weil es dann da stehen wird Siege 2, aber kann man nichts machen. Meistens gucke ich ja auch vorher, bevor ich speichere, ob alles passt beim Video. Habe ich irgendwie nicht so ganz gemacht, keine Ahnung, aber egal. Ihr dürft alles Mikrofon, ich sehe den Pegel, ich sehe den Ingame-Sound, nicht, dass der jetzt nicht drauf wäre, das wäre jetzt krass. Es nimmt auf, es läuft alles, das ist super. Puh. Gegen Reserve kann man spielen, jupp, mit meinem Story-Modus-Team. Im, wie gesagt, neuen Dojo-Trikot. Touchpad ist immer bereit und wir legen los. Raimon oder Ultimate 11 versus Reserve Gamma mit Team-Level. Ah, da, 65. Ich bin gerade krass im Bild irgendwie. Ich bin im Bilde. So, man sieht schon, es sieht ein bisschen aus wie so ein Judo-Anzug. Sieht echt ganz schön aus. Und hier sehen wir die fast genauso schöne Reserve Gamma. Und es ist irgendwie kaum ein Spieler dabei, der mir irgendwie was sagt. Ich dachte irgendwie, dass der Gamma dabei wäre oder von seiner Mannschaft welche, aber ja, wie der Name sagt, das sind ja die Reservespieler von Gamma. Die mal auf der Bank rumchillen. So, und dann gehen wir alle mal von oben nach unten durch. So, da haben wir oben einmal Xenon Eris. Ein Sonntag macht der Regenbögen mit dem Wasserschlauch. Bestimmt mit seinem Wasserschlauch. Knickknack. Chiron Festal besitzt ein enormes Trivialwissen, das ihm aber nur selten etwas nützt. Außer bei Trivial Pursuit, oder wie das Spiel heißt, dieses komische Allgemeinwissen. Ich glaube sogar, dass Trivial Englisch für allgemein ist. Kann das sein? Das ist ein sehr komisches Wort. So, weiter geht's mit Gerd van der Wieft. Klingt ein bisschen leicht holländisch. Fotografiert nachts gerne Leuchttürme und möchte einmal die Welt bereisen. Tu das, am besten mit dem Schiff. Würde auch ganz gut passen hier. Team ist Law. Sein Ziel ist der perfekte Freistoß. Tore schießen spielt eine Nebenrolle. Das ist ganz gut. Ah, er hat ein Energienetz B zum Abblocken, das ist nicht so ganz gut. Da Meteorklinge sogar Cobra-Kanone, Katana-Kick. Okay, der kann besser gefährlich werden. Und Xenon, zumindest. Kaiserpinguin 7 sogar, nicht schlecht. So, im Mittelfeld haben wir noch Namakaomiya. Er stolz auf sein gutes Immunsystem. Auch Personen heilen bei ihm im Nu. Und da habe ich auch bei meinem Video, also das Video, was jetzt nicht kommt, weil man es nicht gehört hat, habe ich da auch einen ziemlich blöden Wortwitz zu seinem Namen gemacht, den Haumea, weil es sich so ähnlich anhört wie Haumio, also hau mich an, was so viel auf Deutsch übersetzt bedeutet wie sprich mich zu dem und dem Thema an.
Also man sagt zum Beispiel im Bayerischen, da haust mir einfach nur mal an, also da sprichst du mich einfach nochmal drauf an. Und ja, hau mir an und hau mir ja klingt fast so ähnlich. Ich schaue, dass es ein gutes Immunsystem auch Ressourcen habe ich schon gelesen. So, vom Bayer zum Chinesen. George Wu glaubt an Feng Shui und überlegt sich deshalb dreimal, wo er etwas hinstellt. Am besten das Bett vor die Tür, damit keiner reinkommt. Das ist immer das Allerbeste. Atlas Carrier, ehemaliger Kickboxer. Seine kräftigen Beine sind auf dem Feld von Vorteil. Oder Ballistenbomber Windhose mit B. Ha? Ist ein schwieriges Match, also eine. Ja, haben schon ein paar gute Techniken drauf, aber ich denke trotzdem, dass ich gewinnen werde. Ein zweites Mal. Mac E-Make, ein Meister am Herz. Der Meistermacher kennt für jedes Gericht die passende Temperatur. Ist ja ganz logisch, weil es bei den Gerichten immer dabei steht oder bei den Rezepten. Also, das ist jetzt nicht so eine krasse Superheldenfähigkeit. Nachi Kamasita. Kamsa. Wie komme ich jetzt auf Kamachita? Ich weiß es nicht. Wünscht sich nichts weniger als eine Sternschuppe zu sehen. Und ich weiß nicht, ob ich schon eine gesehen habe. Ich habe bestimmt schon hunderte gesehen. Aber mir ist irgendwie nie so episch vorgekommen. Falls ich eine gesehen habe, aber ich glaube schon mal. Pallas Brandish. Ist seit Jahren nicht mehr gewachsen und wirkt deshalb jünger als er ist. Er ist schon relativ jünger als der kleine Knabe. Pallas. Und im Tor ist Astro Ceres. Kritzelt ständig Zickzackmuster in alle freien Eckchen in seinem Notizbuch. Annahme Wert 153. Glück sieht man gar nicht. Das ist. Falsche Richtung. Wups. 63. So, auf der Ersatzbank der Reserve, also auf den allerletzten Plätzen, haben wir noch unter anderem Eos Dawn. Und das ist der einzige, der von Namen hier ein bisschen was sagt, zumindest. Wäscht sich aus Aberglauben vor jedem Spiel die Hände und Füße. Leonidas Epsilon. Epsilon und Gamma? Ein begnadeter Koch. Fühlt sich wie ein Künstler, wenn er am Herd steht. Wie SpongeBob der Schwammkopf. Volkfam. Ich bin übrigens ziemlich gespannt auf das SpongeBob-Spiel. Das soll ja um einiges besser sein als das, also dieses Rehydrated, dieses Remaster von Schlacht um Bikini Bottom. Heißt das, glaube ich. Da bin ich echt ein bisschen gespannt drauf. Ich werde es wahrscheinlich nicht Let's Playen oder zocken, denn meine, sag mal, meine Road to 50 Let's Playlist ist ja schon fertig. Da kommt nichts mehr dazu. Aber es ist echt ein interessantes Spiel. Vielleicht privat, mal gucken. Da war ich, Volkfam. Ein kerngesunder Spieler, der noch nie in seinem Leben eine Erkältung hatte. Wobei das nicht so gut ist. Man sollte schon ab und zu mal krank werden fürs Immunsystem. Das ist wichtig. So. Und Orion Hunter, der Zwiebeljäger. Sternen, Orion. Das wäre Onion. Ich weiß auch nicht. Nimmt das Training sehr ernst und übt deshalb von morgens bis abends. Jaja. Morgens Aronal, abends Elmix. Wer kennt es nicht? Zur Aufstellung des Tausender von Dragon Link. Echt eine starke Aufstellung, nicht perfekt, aber ist zumindest eine starke Abwehr. Mal gucken, wie es wird. Ich denke mal, siegreich für mich, aber mal gucken. So, kann man reingucken hier. Ich habe die auch schon mal als Übungsmatch mal gespielt, da habe ich nicht das Trikot bekommen. Also das Trikot bekommt man echt nicht bei jedem Mal. Ich weiß nicht, ob es da eine 50% Droprate hat oder weiß ich 30 oder so. Aber man bekommt es nicht jedes Mal. Deshalb bin ich schon sehr froh. Mal gucken, wie es auch in der Nähe aussieht. Das haben wir jetzt nicht so gut. Sieht aber aus wie so ein Judo-Anzug. Ja? Kann schon verteidigen. Dunstwirbel. Ja, wie so ein Judo-Anzug. Sieht echt schön aus. Gefällt mir. Auch mit dem blauen Gürtel. Hoppla, nicht so schlimm. Aber du musst auch mal hinrennen. Sonst wäre das schlimm. Ah, Kupferdrache. Der setzt sich relativ oft gut sogar. Wird sich auch öfters mal bei Ryuma einsetzen, der Kupferdrache. Hat er auch drauf. So, Lucy. Gretchen. Lucy in the sky without diamonds. So, because Diamonds is unbreakable. Schießen. Und Solaris-Truhe.
muss noch ein bisschen hochleveln, die Technik. Ist halt erst auf Stufe 3 von 4 oder 5, glaube ich. Ich weiß nicht ganz genau. Da, 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 da. Und ein Tor. Bam. Perfekt. So. Übrigens, die Tore wurden auch zurückgestellt. Das heißt, die Tore sind jetzt wieder akkurat richtig. Bevor ihr denkt, dass meine drei anderen Tore da dazu zählen. Ne, passt alles. Oh nein, der Mond ist uns nicht wohlgesinnt. Ja, ich hab's geschafft. Ist von übrigens noch ein bisschen blöd, weil ich eigentlich nach meinen 2 Stunden Stream eigentlich nicht mehr spielen wollte. Denn ich sag mal, nach 2 Stunden ist bei mir ein bisschen die Luft raus. Denn es ist ja nicht nur das Spielen. Es ist auch nur das Kommentieren und dabei einigermaßen unterhaltsam sein. Sollte ich eigentlich so ein bisschen, ja, kannst du so nebenbei ein bisschen machen, ein bisschen was auf YouTube noch nebenbei gucken. Und noch später noch 1, 2 Anime-Folgen gucken. Ich glaube, kann ich mir jetzt auch ein bisschen abschminken. Ist ungünstig, aber passiert leider. So, wo ist er denn da? Ha, setz dich auch durch. Das Stärken kann ich auch. Kupferdrache plus 1. Überzeit für plus 2. Aber jetzt noch nichts. Ah, nochmal. Sogar kein Phantomschritt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist stark. Phantomschritt ist eh schon relativ stark. Das ist jetzt krass. Okay, und Katana Kick. Jo. Apropos, ich will jetzt nichts spoilern bezüglich One Piece. Aber ich sag mal so viel, bei Zoro passiert im aktuellen One Piece Kapitel, also Kapitel, ich weiß gar nicht welches es ist, von der Nummer her, aber im aktuellen Kapitel passiert bei Zoro was mega episches, aber ich will jetzt nichts spoilern. So. Überhaupt geht es gerade bei One Piece so krass ab, der absolute Wahnsinn. Oh nein, der Mond ist uns nicht wohlgesinnt. Hahaha, Ryuma Nishiki steht zu Diensten. Auch aktuell bei The Promised Neverland und alles Mögliche. Eigentlich alle Mangas, die ich aktuell lese, geht es gerade ziemlich ab. Gut, sind noch bisher nur. So gesehen eigentlich 4. Also neben One Piece und The Promised Neverland lese ich aktuell noch. Nicht Boruto. Samurai 8, genau, Samurai 8, beziehungsweise Hachimaru, der Science-Fiction-Naruto-Manga, ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich mag es echt ziemlich gerne. Echt eine geile Story. Beziehungsweise nimmt die Story jetzt nach und nach erst Fahrt auf, es ist gerade bei Kapitel 18 oder sowas, ist noch relativ frisch. Windhose. Ha, oder Windhaken. Ist aber auch echt sehr gut. Samurai 8 empfehlenswert. Ah, super. Und was ich noch lese aktuell ist noch Mao. Onyx-Schwinge. Ist nicht zu sau spannend, aber schönes Eigenstil und auch schön mysteriös. Von der Zeichnerin von Ram 1/2. Sehr schön gezeichnet. Und wieder Tor. Bam! 13-0. Gott, geht echt ziemlich schnell. Oh, ist noch besser. Dann kann ich ja mein A zu den S machen. Ah, perfekt, geil. Übrigens noch eine coole Sache. Beim nächsten Match, also gegen die Schachbrett Schwarz, gibt es die Möglichkeit, fast schon zu einfach. Ich weiß nicht, ob es auch ein seltener Drop ist, aber da lernt man sogar eine weitere Torjubeltechnik, also einen weiteren Torjubel. Das ist krass. Ich glaube, mir fehlen innen noch 2 oder 3 Torjubel, da habe ich alle. Dass man die auch hier bei den Turnieren, bei den Turnen gewinnen kann, wusste ich jetzt echt nicht. So, Mut zur Lücke. Kaiserpinguin 7. Jetzt habe ich Glück, mal gucken. Denn sobald der Ball fliegt, ist er nicht mehr zu stoppen. Kettenschuss. Solaris Trio. Stark verstärken. Wenn wir mit einer 3-Technik verstärken.
Oh, abgeblockt. Hoppla. Nochmal. Ah. Dunstwirbel abgeschwächt. Aber. Oh, Himmelsnacht hat er auch drauf. Krass. Gar nicht gesehen. Oh. Schade. Aber 13-0 ist nicht schlecht. Wir kriegen euch noch. Passt besser auf. Wir werden gewinnen. Ganz bestimmt. Wer doch gelacht. Ich hoffe es. Oh, geile Statistik. Ja, gleich weiter. Weiter, weiter hier. Ah ja, und ich habe mir jetzt so überlegt, dass ich so lange keinen Kampfgeist beschwöre, bevor der Gegner nicht einen beschwört. Wäre ein bisschen fairer und ein bisschen spannender irgendwie. So. Komm schon. Ricky. Und. Oh, das war 10 Intelligenz. Oder war es intelligent? Ich weiß es nicht. Mutzerlücke. Na. Komme ich da durch? Ne, bei Dunstwirbel leider nicht. Leider nein, leider gar nicht. Schade. Aber Victor ist da. Beziehungsweise die Bahn. Die Bahn macht mobil. Apropos Bahn, apropos Flixbus, apropos Berlin. Ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt, aber es kommen jetzt nach und nach meine drei Berlin-Vlog-Videos. Leckerzeit, wenn ihr die angucken könnt. Wollt. Sind ganz coole Videos geworden. Und das ist ein cooles Tor geworden. 4-0. So, pausieren. Addieren. 3-3-9. Ich kann echt noch was mein ANS machen, also viel besser. Oh nein, der Modus ist nicht wohlgesinnt. Fast schon zu einfach. Hilft jetzt zwar nichts, als weil ich bei der ganzen Route hier keine S-Reihe bisher habe, aber warum nicht? Auf Essen geht's. Oh Gott, das ist so ein cooles Trikot, das gefällt mir echt sehr, sehr gut. Und mehr Trikots ist auch nicht schlecht. Kann man sich ein bisschen öfter umziehen. Mal das anziehen, worauf man gerade Lust und Laune hat. So, apropos Laune. Ich habe gehört, dass Lucien Kaiserpinguin machen will, aber anscheinend doch nicht. Was ich denke, nee. Ich setze mich lieber auf den Boden. Digiscan. Digiscan ist so stark in letzter Zeit. Amazing. So, abseits. Wollte zu Lucien zurückschießen. Oh. Na, nochmal. Nee, schade. Musste ich jetzt zahlen. Musste ich jetzt Fersengeld zahlen. Nicht schön. Komm schon, Victor. Jawohl. Jawohl, ja. Was mache ich denn? Zählt das noch? Ich weiß nicht. Ich schieße einfach mal. Das ist ein voller TP. Pentastern. Oh nein, der fliegt zurück. Hui. Genau zu Wanli. Boom. So, jetzt aber. Kaiserpinguin 7. Und ich glaube, der Typ ist nicht in meinen Schusskegel drin. Sehr gut. Kettenschuss. Wieder. Oh, nochmal Kaiserpinguin. Ah ja, ich hatte bei meinem Video, das nicht kam, eine Dreierketten. Also ich hatte einmal schießen, dann Kettenschuss, dann nochmal Kettenschuss. Das war stark. Jetzt sind wir mal gespannt. Himmelshand. Durchbrochen. Ja. Also ich meine, logisch. Super stark. Einfach mal Himmelshand überwältigt. Okay, jetzt bin ich doch ein bisschen froh, dass ich es nochmal aufnehme. Eine Sekunde. Vorsichtig ablegen. Ich hasse es, wenn der so schief sitzt, der Kopfhörer.
Der ist auch nicht gerade leicht, das schwere Ding mit den Audiotreibern. Ja, habt den Schuss gesehen? Gut, oder? Geil! Was sagt geil heutzutage dazu? Und sogar noch kurz vor Ende. Perfekt. Danke, schon. Habe ich zu ihm schon gesagt oder was anderes? Ich glaube schon, oder? Ich weiß nicht. Der Typ. Der Typ halt. So, dickes Rennen. Egal. Wir haben eh gewonnen. Haus hoch sogar. Super. Komm schon. Lustieren, ablocken. Und den Ballbesitz oder nicht den Ballbesitz. Beenden wir das Spiel mit einer bravourösen 5:0. Geil. Ah, das freut mich jetzt. Das ist stark. Genießen Sieg. Noch haben wir jetzt vielleicht nämlich nicht geben. Der Wessel hat irgendwie einen großen Kopf. Gewonnen. Mann, wir haben es geschafft. Zum zweiten Mal. Geil. Genau, und jetzt gibt's nichts. Ich habe das Wappen schon vorher bekommen und halt auch dieses Trikot. Es wird echt viele Erfahrungspunkte geben. Aber ich habe schon genug Spieler. Die werden ja. Also die anderen Spieler werden ja auch noch hochgelevelt mit den Erfahrungspunkten. Aber ich muss echt sagen, dass Erfahrungspunkte bekommen Geräusch fehlt mir ein bisschen. Kleines bisschen fehlt es mir. So. Und das nächste Match, das dann übermorgen stattfinden wird. Jetzt habt ihr auch schon, ja schon gesehen. Ah, schön. Siege 2. Aber zumindest Rang ist. Das ist nämlich Schachmeister Schwarz. Und wie ich schon gesagt habe, da kann man auch einen Torjubel bekommen. Da bin ich ziemlich gespannt. Ich hoffe, wir bekommen den auch. Denn, ja. Ich glaube, man bekommt die Trikots auch nur mit einem bestimmten Zufallswert. Denn wo ich zum ersten Mal gegen Reserve gar nicht gespielt habe, habe ich keinen bekommen. Also bei so einem Probespiel. Dann bei der Aufnahme habe ich ihn bekommen. Und jetzt logischerweise nicht, denn ich habe ihn ja schon. Also ich weiß nicht, ob das auch bei den Torjubeln ist, ob man da eine gewisse Prozentzahl hat. Mit 50% oder sowas, ob man sie bekommt. Ich weiß es nicht. Aber ich bin echt gespannt drauf. So, und da geht es hier noch weiter. Genau. Und hier ist noch ein Match mit einer ziemlich gemeinen Voraussetzung. Ich hoffe, das Match wird einigermaßen werden. Das wird auf jeden Fall ein eigenartiges Match. Und dann haben wir noch ein, und das sind wir hier mit der Sunny Ultra Tour endlich mal fertig. Die dauert auch schon ziemlich lange, muss ich gestehen. Aber erstmal geht es hier am, heute ist Mittwoch, am Freitag, genau. Am Freitag geht es dann hier gegen Schachmeister Schwarz voran. Und ich weiß nicht, ob das schon am Sonntag kommt oder am Montag, ich weiß nicht ganz genau, denn an dem Wochenende, gut, da bin ich schon bei meinem Computer, ich könnte es aufnehmen, aber ich... Aber muss mal gucken. Ich denke schon, denn das Match ist ein bisschen schwierig zum wegen der blöden Voraussetzung, denn da kann man nur mit einer Mannschaft antreten, die nur aus Frauen besteht. Das ist echt ein bisschen schwierig. Da ich fast nur Kerle habe in meiner Mannschaft. Ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, kriegen wir auch hin. Aber erstmal haben wir jetzt ein geiles Match hier gemacht und übermorgen am Freitag geht es weiter gegen Schachmeister Schwarz. Und ich hoffe, da klappt alles technisch einfach perfekt, wie am Schnürchen und nicht alle möglichen Aussetzer. Ich gucke nochmal ganz kurz. Das Video wird aufgenommen, Spielesound wird aufgenommen, Mikrofon wird aufgenommen, alles wird aufgenommen. Gott sei Dank. OBS läuft, Festplatte ist nicht voll. Perfekt. So soll es jedes Mal sein. Es gibt nichts Schlimmeres wie technische Probleme. Weil wenn man es erst hinterher merkt. Naja, aber wir haben es jetzt geschafft. Gut. Also, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Bis zum Freitag, da wird dann das nächste Ultimate Match kommen. Oder bis morgen, dann wird es wieder einen weiteren Upload von meinen Yoshi Streams geben, wo ich wieder mal sehr, sehr aktiv dabei bin. Muss ich auch mehr oder weniger, denn nach Yoshi kommt ja schon ziemlich bald das nächste Live-Match, das nächste Live-Projekt, nämlich Ni no Kuni Remastered. Das kommt ja diesen Freitag raus und aufnehmen werde ich es erst, beziehungsweise streamen werde ich es frühestens am Samstag, wenn nicht sogar nächste Woche erst. Ich glaube, es wird eher nächste Woche sein, denn ich glaube, ich mache erstmal Yoshi fertig und es wird noch so zwei, drei Tage länger dauern als geplant. Aber mal gucken. Gut, auf jeden Fall würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken
und bis nächstes Mal und ja, bis dann. Ciao. Ah ja, und nicht vergessen, immer schön am Ball bleiben. Ich hätte es fast vergessen. Immer schön am Ball bleiben. Bis dann.